So, also dann kommen wir mal zu meiner Antrittsrede als neuer Bahnchef. Sagen Sie mal, was haben Sie da bis jetzt für mich? Ja, ich dachte, Sie fangen an mit, wenn die Deutsche Bahn ein Autohersteller wäre, wären die Lenkräder hinten montiert und die Räder oben. Schicken Sie mir den nächsten Redenschreiber rein. Entschuldigung, das ist ein Originalzitat von einem Bahnaufsichtsrat, Klaus-Dieter Hommel. Vom eigenen Aufsichtsrat. Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Laden hier? Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben sich nicht vorbereitet auf das Unternehmen, bei dem Sie neu anfangen? Ich bin Vollblutmanager. Informationen verlangsamen meine Entscheidungen. Okay, Moment. Sie hatten gesagt, Sie wollten eine ehrliche Rede zur 25 Jahre Bahnreform und Sie wollten eine schonungslose Bilanz. Das waren Ihre Worte. Also zunächst mal wollte ich eine positive Bilanz. Ich meine, warum sonst hätten wir die olle Bundesbahn vor über 20 Jahren in eine Aktiengesellschaft umwandeln sollen? Oh, das kann ich Ihnen sagen. Wir wollten das Netz ausbauen, mehr Verkehr auf die Schiene bringen, auch wegen der Umwelt und vor allem den Steuerzahler entlasten. Ja, ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem an, was wir davon erreicht haben. Und wenn man das jetzt irgendwie blumiger ausdrücken würde, wie würde das denn dann klingen? Ja, wir könnten sagen, die Bahn ist teurer geworden, unpünktlicher und hat weniger Verbindungen als vorher. Okay, also wir könnten sagen, wir haben den Nahverkehr ausgebaut. Na, das ist eben das der Erfolg guten Managements. Ja, ja, das vor allem mit dem Geld vom Steuerzahler, den wir eigentlich entlasten wollten. Wir könnten sagen, vielleicht der Fernverkehr. Ja, der Fernverkehr. Was ist mit dem Fernverkehr? Der trägt nur wenig zum Umsatz bei. Aber wir könnten sagen, der Gesamtumsatz der Bahn ist gestiegen. Na, immerhin. Ja. Das ist auch was. Wobei man sagen muss, dass wir fast die Hälfte des Umsatzes mit Logistik im Ausland machen, also mit LKWs auf der Straße. Aber wir könnten vielleicht sagen, dass der Anteil der Schiene am Gesamtverkehr in den letzten Jahren ganz dynamisch... Moment, wir könnten sagen, ich hab's, wir sagen, im Güterverkehr, wir haben die Menge der Transportgüter erhöht. Na gut, ich höre. Ja, also es ging sehr weit runter, jetzt wieder hoch und jetzt sind wir auf dem Stand von 1991. Hören Sie mal, ich kann nicht immer so machen, wenn Sie den Mund aufmachen. Was soll ich denn machen? Sie haben nach der Bahnreform hunderte von Güterbahnhöfen geschlossen und dann haben Sie tausende von Leute entlassen. Und, hat das was gebracht? Ja, die Gütersparte arbeitet jetzt defizitär. Warum frage ich Sie überhaupt? Was ist denn mit dem 1994 versprochenen Ausbau der Schiene? Lassen Sie den Unsinn. Raus damit. Naja, wir haben seit der Bahnreform 17% der Schienen gekappt. Könnte ich in meiner Rede nicht vielleicht sagen, wir haben die Gleise entbürokratisiert? Nein. Nein. Wir haben sie rausgerissen. Zusammen mit der Hälfte der Weichen. Deswegen habe ich jetzt auch viele Strecken, die nur eingleisig befahrbar sind. Sie kennen ja bestimmt die Durchsagen. Unser ICE muss leider warten, weil der Regionalzug vor uns noch braucht. Kenne ich nicht, fliegt die Lufthansa mal drüber. Sehen Sie, auch deshalb ist unsere Pünktlichkeitsrate... Ja, bei 76,5%. Die Zahl kennt inzwischen auch jeder. Sagen Sie mal, könnten wir an der Zahl nicht ein bisschen... Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Diese 76,5% erreichen wir doch nur, weil wir Verspätungen bis zu 6 Minuten einfach rausrechnen. Ja gut, das ist ja jetzt... Wir zählen auch keine ausgefallenen Züge. Ausgefallene Züge zählen nicht zu Verspätungen? Nein. Das heißt, wir hätten eine 100%ige Pünktlichkeit, wenn überhaupt kein Zug... Ja, das würde stimmen. Könnte ich das nicht in meine Rede... Nein. Aber Sie könnten zum Beispiel sagen, dass wir derzeit 45% mehr Defekte reparieren als noch 2017. Na, immerhin. Allerdings fahren die Wagen auch mit mehr Defekten in die Werkstätten und verlassen die Werkstätten im Schnitt mit 21 Mängeln. Dafür können die Werkstattmitarbeiter aber nichts, denn teilweise können sie den ICE zum Beispiel gar nicht reparieren, weil der noch gar nicht da ist. Sie meinen, der kommt sogar... Zum Reparieren zu spät. Ich hab Sie gewarnt, Herr von Wagner, ich hab Sie gewarnt. Oh Mann, Sie sind so streng. Okay. Also gut, dann sagen Sie meine Rede ab. Okay. Schade, ne? Jetzt, wo die Bahn einen Fahrgastrekord vermeldet. Was? Warum sagen Sie nicht gleich? Sagen Sie, wie viele Fahrgäste haben wir denn?
2017 haben wir 142 Millionen Fahrgäste befördert. Das ist fantastisch. Da machen wir gleich eine schöne Grafik. Moment, da, die haben wir schon. Gut. Wie viele Fahrgäste hatten wir denn vor 20 Jahren? Ja, 152 Millionen. Ja, aber dann haben wir heute ja 10 Millionen weniger. Ja. Ja, das ist doch kein Fahrgastrekord. Nein. Aber wir hoffen, dass das Gedächtnis der Journalisten nur bis hier reicht. Hören Sie, gibt es denn keine Zahl, die seit der Bahnprivatisierung eindeutig nach oben gegangen ist? Oh doch, die gibt es hier. Das ist fantastisch. Von 300.000 auf 2 Millionen. Was ist das? Die Vorstandsgehälter. Da sehen Sie vor der Bahnreform hier, nicht? Da haben Sie als Chef der Bundesbahn 300.000 Euro bekommen, umgerechnet. Und jetzt sind wir im Schnitt bei 2 Millionen. Na, das sind da über 500%. Das ist doch mal was Positives. Na ja, also im Gegensatz zu Ihrer Bilanz. 1994 sind wir mit 0 Euro Schulden gestartet. Jetzt haben wir über 20 Milliarden Euro Schulden. Und das, obwohl der Bund jedes Jahr Milliarden in die Bahn investiert. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die ganzen Ausgaben rechtfertigen soll. Ach, das müssen Sie gar nicht. Bitte? Na, der Bund wird mir ja nicht einfach Milliarden überweisen und dann nicht prüfen, was ich damit mache, oder? Ja, nein, es gibt schon Kennzahlen, mit denen die Qualität der Bahninfrastruktur gemessen wird. Ah, natürlich. Von deinem unabhängigen Prüfinstitut, nicht? Genau. Das von der Bahn beauftragt wird. Wir prüfen selber, ob die Zahlen, die wir brauchen, um Geld zu bekommen, stimmen? Ja. Lassen Sie mich raten, die Zahlen stimmen? Woher wussten Sie das? Aber die Brücken sind marode. Ja. Wie geht das? Na ja, Sie sind keine weiteren Prüfungen durch das Verkehrsministerium vorgesehen. Aber die Brücken sind marode. Ja, aber wenn die Kennzahlen stimmen, ist das Verkehrsministerium zufrieden. Hab ich schon erwähnt, dass die Brücken marode sind? Ja, und Sie wären schön blöd, wenn Sie sie reparieren würden. Was? Laut Bundesschienenwegeausbaugesetz. Sagen Sie das nochmal. Also laut Schienenwege. Sie bringen Bundesschienenwegeausbau. Nochmal. Laut Gesetz sind Sie nur verpflichtet, als Bahn für die Infrastruktur zu bezahlen. Der Bund bezahlt den Neubau. Moment mal, dann würde es sich ja für mich lohnen, Brücken und Schienen kaputt gehen zu lassen. Ja, natürlich. Ja, aber das ist ja so, als ob ich einem kleinen Kind sage, wenn du deine Spielsachen nicht aufräumst, dann kaufe ich dir ein neues Zimmer. Ja, was glauben Sie, warum Sie ständig so neue Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen? Ja, aber warum macht der Bund denn das? Ja, das hat sich der Bundesrechnungshof auch gefragt. Und insgesamt die Konstruktion der Bahn als gewinnorientiertes Aktienunternehmen in Frage gestellt. Moment, also ich bitte Sie, ich meine, also für mich ist die Privatisierung eindeutig eine Erfolgsgeschichte. Ja, ja, ja. Allerdings hat das Verkehrsministerium bereits abgewunken und hat gesagt, ach kommen Sie, wenn wir die Kritik vom Bundesrechnungshof ernst nehmen würden, dann müsste ja der Bund quasi die Führung der Deutschen Bahn übernehmen. Das wäre auch absurd, nicht wahr? Dann müsste ja der Verkehrsminister Verkehrspolitik machen.